Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil meines Let's Plays zu Rocket League hier auf Teebeutel Pi. Es ist Samstag und zwar genauer gesagt Samstag, der 25. Juli. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um ein kleines Video noch aufzunehmen, bevor ich gleich mit lauter anderen Dingen beschäftigt sein werde. Unter anderem werde ich den weltweit genialsten und geilsten Tortellini-Salat machen. Wobei man da eigentlich kaum noch von Salat sprechen kann, aber er ist wirklich sehr geil. Also ihr verpasst da durchaus etwas, wenn ihr nicht heute bei mir seid, in meiner Nähe, um diesen Salat zu essen. Aber nun denn, ihr seid ja nicht hier, um euch Geschichten über mein Essen anzuhören, sondern ihr wollt mit mir eine Partie Rocket League spielen. Zumindest passiv, indem ihr dabei zuseht. Und während ja mein letztes Video, da war ich ja durchaus schon so ein bisschen, da hat ja schon alles eigentlich ganz gut geklappt. Heute bin ich, glaube ich, nicht so gut, ja, in guter Verfassung. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass das heute eher ein bisschen anstrengend wird. Hab mir Rocket League mittlerweile auch für die PS4 runtergeladen. Da ist es ja kostenlos, zumindest für PS Plus Mitglieder. Ich war jetzt in den vergangenen Monaten kein PS Plus Mitglied, weil ehrlich gesagt fand ich, war das nicht besonders lohnenswert. Aber ich habe es jetzt mir mal wieder für 3 Monate geschossen, einfach nur um dann auch mal Rocket League im Wohnzimmer am großen Fernseher spielen zu können. Und gerade mit Freunden ist das natürlich noch eine, ja, ganz coole Sache eigentlich. Das ist, glaube ich, mein erstes Spiel bei Dunkelheit hier. Also Dunkelheit im Spiel selber. So. Schade. Ich dachte, das könnte es jetzt noch werden. Oh, das war natürlich jetzt ein bisschen dumm. Da hätte ich doch tatsächlich, glaube ich, was reißen können. Stattdessen gibt es jetzt das erste Gegentor. Nun denn. Egal. Zumindest habe ich das Gefühl, ich bin vielleicht doch in der Lage, ein Tor oder vielleicht auch noch mehr zu schießen. Allerdings nicht so. Das wäre nichts geworden. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken hier. Ja. Oh nee, der Ball fliegt jetzt nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Egal, komm schon. Ja, da habe ich ihn zumindest getroffen. Oh, wenn ich jetzt nicht noch so blöd... zur Seite gestoßen worden wäre, dann wäre das vielleicht tatsächlich was geworden. Nein, 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 nein. Schnell hier weg. Bloß schnell hier weg. Oh. Nein! Nicht. Oh ja, das könnte was werden, aber so nicht. So ehrlich gesagt nicht. Oh, schade. Ich hatte das Gefühl, wir hätten ihn so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Oh, nee. Oh, nee, der landet wahrscheinlich auch noch drin. Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. So. Erstmal hier wieder aus der Gefahrenzone bewegen. Wenn jetzt noch jemand... Ja. Das war ein Tor. Das war ein gutes Tor. Hey. Zumindest haben wir jetzt schon mal den Ausgleich geschafft. So, dann schauen wir mal, ja, was noch in der Folge passiert. Jetzt ist wieder alles offen. Wir haben noch 3 Minuten und 9 Sekunden. Da lässt sich doch bestimmt was machen. Aber so nicht. Ey, aus dem Weg. Hör doch mal auf, mich hier anzubumsen. Ich bumse nicht beim ersten Date. Und erst recht nicht beim ersten Spiel. Ich bin da doch mittlerweile etwas schüchtern geworden. Ich bin doch keine 16 und notgeil mehr. Nee, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Nee. Oh, fuck. Ich weiß nicht. Hätte ich den Turbo eingesetzt, hätte ich dieses Tor vielleicht noch verhindern können. Nee, ihr seht, ich... Wo war ich denn? Ach ja, da war ich. Ich bin ja blau. Tatsächlich. Also nicht im tatsächlichen Leben. Zumindest nicht im Moment. Aber... Oh, scheiße. Ich war als erster dran. Aber der Winkel
war jetzt eher suboptimal. So, jetzt muss ich ein bisschen Abstand gewinnen, denke ich, weil sonst wird das hier nichts. Scheiße, 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 scheiße. Weg hier. Haut da ab. Okay. Nein, jetzt keine Scheiße bauen. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich aktiv was verhindert habe, aber zumindest... Oh, nee, 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 nee. Das wollen wir jetzt nicht. Ah, das hätte dir wohl gepasst, du Troll. Hör auf mich zu rammen. So, erstmal... Nein, das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Ah, aber da könnte sich jetzt was ergeben. Torschuss, ja, aber leider daneben. Und zwar nicht zu knapp, sondern ein bisschen... und dann ist sie... Ja, komm schon, du schaffst das. Yay! ETH 808. Gemeinsam sind wir stark. Und wieder haben wir den Ausgleich geschafft. So, jetzt wird sich natürlich zeigen, was... Ja... passiert. Bin ja mal gespannt, ob wir das schaffen. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen Abstand halten, damit wir möglichst... Na, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, schade, 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 schade. Oh, seht ihr? Ich wollte gar nicht in die Richtung fahren. Nee! Komm schon, weg, 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 weg! Scheiße, 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 scheiße. Oh, eine Minute und sechs Sekunden noch. Okay, jetzt müssen wir uns wirklich ein bisschen konzentrieren. Oh, ich glaube, ETH 808 war jetzt sogar unfreiwillig an diesem Tor beteiligt. Aber naja, schauen wir mal. So. Weg, 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 weg. Oh nein, 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 nein. Das war nicht so clever. Oh, und ich habe kein Turbo mehr. Oh, jetzt keine Scheiße bauen. Oh nein, nein, nein. Haut ab, haut ab, haut ab. Los! Oh. Ja. Das fährt hier nur ohne mich hier. Hättest du doch einfach nur... Nein. Fuck. Das hätte sein können. Das hätte der Ausgleich sein können. Jetzt haben wir aber nur noch 17 Sekunden. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Ja! Ausgleich. Super ETH 808. In allerletzter Sekunde. Und das bedeutet wahrscheinlich Verlängerung. Es sei denn natürlich, jemand bringt jetzt innerhalb von 5 Sekunden ein Tor zustande. Ich vermute allerdings fast nichts. So. Fuck. Nachspielzeit. Okay. Gut. Los! Chaos Deluxe. Komm schon. Nein! Oh nein, 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 nein. Da war ich definitiv quasi, ja, im falschen Winkel. Sonst hätte man das durchaus schaffen können. Jetzt sieht's schlecht aus. Jetzt sieht's schlecht aus. Das war's, glaube ich. Na? Noch nicht? Weg hier. So. Nein! Was seid ihr denn für Trottel? Wer hat mich denn da jetzt so angebumst? Ah, oh, ETH 808. Hat das Spiel gemacht? Super! Naja, zumindest war ich für ein Tor verantwortlich. Und mit einem Tor Differenz kann man ja dann zumindest sagen, man hat durchaus zum Erfolg beigetragen. Feine Sache. Hat mir Spaß gemacht. Irgendwas habe ich jetzt auch freigeschaltet. Ich spiele gerne nochmal in dieser Konstellation. Mal sehen, wie die anderen das sehen. Nö, die hauen natürlich wieder mal ab. Na toll. Dann nicht. Ja. Gehen wir mal wieder ins Hauptmenü. Schauen wir, was wir so freigeschaltet haben.
Ich glaube, ich bleibe immer noch bei meiner Standard-Karosserie, weil ich die einfach am schönsten finde. Der ist irgendwie auch ganz lustig, aber der gefällt mir am besten. So, was haben wir denn da? Flammen, Sterne, Streifen, da gibt es noch nichts Neues. Da gibt es aber... Ach so, Hochglanz, Metallic. Korrodiertes Metall? Nee. Da machen wir das auch mal. Wie sieht Metallic hier aus? Na klar, wir wollen immer schön glänzen, weil wir glänzende Typen sind. Nein, wir bleiben natürlich bei unserem Lila. Hier haben wir noch nichts freigeschalten. Schade. Naja, gut. Okay, dann spielen wir doch gleich noch eine Runde, oder? Was meint ihr? Klar. Ja, heute Abend sind wir auf einer großen Geburtstagsparty. Für diese Party mache ich übrigens nachher den Tortellini-Salat. Und der ist sehr einfach. Er ist nicht gerade leicht, denn er besteht aus sehr vielen Tortellini, einem vollständigen Glas Miracle Whip und das wird dann noch verfeinert mit Pfeffer, Gewürzen, allerlei Kräutern. Dann kommt da noch ein bisschen Kochschinken rein und Paprikarote und schon hat man so einen ziemlich geilen Salat. Das schmeckt wirklich sehr gut. Man muss ein bisschen darauf achten, dass man die Tortellini ein bisschen abkühlen lässt. Sonst glasiert so diese Miracle Whip so ein bisschen. Beziehungsweise das Öl schwitzt dann irgendwie so aus. Ehrlich gesagt sind mir solche Kochfachbegriffe dann auch nicht so geläufig. Jedenfalls sollte man darauf achten, dass die Miracle Whip schön abgekühlt sind, bevor man den Salat weiter verarbeitet. So, und im Prinzip nimmt man dann das Glas Miracle Whip und packt das Ganze am besten in eine Schüssel. Also erstmal nur das Miracle Whip Zeug, würzt dann da noch so ein bisschen nach, ne, dass es halt nicht nur nach reiner Mayo schmeckt. Und dann kann man das Ganze eigentlich zusammenhauen und ein bisschen mischen. Und schon hat man eine geile Mahlzeit, die man dann zudem noch als Salat bezeichnen könnte, unter Umständen. Ey, nicht einfach so mir in den Weg stellen, Kollege. Was macht ihr denn da? Komm schon, scheiße. Er hätte jetzt ein bisschen noch, fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber... Ey. Ey. Nee. So. Zu viel Gerangel hier. Mann, das wär's gewesen. Das wäre ein gutes Tor gewesen. Wenn ich doch nur etwas höher gekommen wäre. Was habe ich da gemacht, Benjamin? Da warst du wohl nicht aufmerksam genug. So. Ich brauche Turbo, 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 Turbo. Nein, jetzt kullert der da auch noch so blöd rein. Doch nicht. Ha, Mist. Sehr gut. Sehr gut gesichert. Nein! Oh, das hätte doch ein Tor sein müssen. Ich Trottel. Das war jetzt nicht besonders klug von mir. Und das müsst leider ihr jetzt retten, Olaf Meister und Seaman Officer. Sehr gut gerettet. Aber ich muss sagen, die Verteidigungslinie in unserem Team ist hier schon sehr gut. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon das ein oder andere Gegentor reinbekommen. Aber das klappt schon mal ganz gut. So, jetzt. Tja, beinahe hätte ich das Tor gemacht. Aber es sei Olaf Meister gegönnt. Denn es hat auch ohne mein Zutun geklappt. Ich war ein bisschen zu langsam. Hätte, glaube ich, ein bisschen eher abspringen müssen. Dann hätte ich den Ball noch berührt.
Oh. Oh, sehr gut, Seaman Officer. Meine Güte, also da hat er ja nun super geklärt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ob das jetzt Glück war oder einfach nur, ja, sehr gutes Timing, das kann ich schlecht beurteilen. Aber er hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. So, jetzt wollen wir hoffen, dass wir unseren Vorsprung hier nicht kaputt machen. Ihr seht schon, die meiste Zeit fahre ich immer so ein bisschen um das Getümmel herum. Ganz einfach in der Hoffnung, darauf reagieren zu können, wenn der Ball so ein bisschen aus der Menge herausploppt. Okay, das ist scheiße. Was man sich am besten auch merkt, immer quasi dichter am Tor, also zwischen Tor und Ball zu bleiben, zwischen eigenem Tor und Ball. Ne, weil... wenn man so wie jetzt quasi hinter dem Ball sich befindet, dann muss man immer den Ball hinterherrennen, um das eigene Tor noch zu schützen. Und das wiederum bringt einen sehr häufig dann in die Situation, dass man es einfach nicht schafft. Mist. Hey! Aber ich habe auch ein bisschen was dazu beigetragen. Aber die beiden anderen Jungs sind verdammt gut. Gerade was die Verteidigung angeht, haben sie doch hier in diesem Spiel schon enorme Leistung vollbracht. Also das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, da warte ich jetzt erstmal. Nein! Doch nicht in die Richtung. Ich dachte eigentlich, es gibt jetzt noch einen ordentlichen... Ja, komm schon. Och Mann. Eigentlich hast du nur meinen Ball weiter beschleunigt. So sieht's nämlich aus. Naja. Egal. Es läuft auf jeden Fall ganz gut, das muss man ganz ehrlich sagen. So. Ah, schade. Hey. Das war ein bisschen strange, aber naja. Okay, ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr, aber das Spiel haben wir locker nach Hause gebracht. Und wir haben gewonnen. Gut. Ich denke dennoch, so ein, zwei Runden dürfen wir uns hier gönnen. In diesem Teil des Let's Plays. Dann, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich aufhören und mich den ernsten Dingen des Tages widmen. Ja, ich verstehe gar nicht, warum nicht die Leute einfach mal drinbleiben für eine Revanche. Also, ich würde ja einfach drinbleiben. Aber nun denn. Wahrscheinlich suchen die meisten sich einfach, oder hoffen einfach nur in der nächsten Runde, einfachere Gegner zu erhalten. Oh, ich glaube, in der Wohnung ober mir geht's, über mir geht es gerade ein bisschen drunter und drüber. Entweder findet da gerade ein großer Beziehungskrach statt. Oder der Typ ist wie immer einfach nur unglaublich laut. Ja, wenn ihr den sehen würdet, der ist so ungefähr 1,70 Meter groß. Wiegt gefühlte 40 Kilo. Aber stampft durch seine Wohnung wie ein 7,5 Tonnen schwerer Elefant. Gibt es überhaupt 7,5 Tonnen schwere Elefanten? Wahrscheinlich nicht. Mist. Das war ein Tick. Zu spät reagiert. Wie so häufig. Aber ich habe ja wohl hier dieses Tor verhindert. Kollegen der Sonne. Freunde der Sonne. Nein! Auch dieses Tor habe ich verhindert, meine Lieben. Mist. Nein. Oh. Was findet denn hier statt? Das
ja wohl unmöglich hier. Kann der Ball hier mal bitte verschwinden? Oh, hallo. Das ist jetzt auch mal gut, ja? So. Jetzt wollen wir doch mal... Nee, das war jetzt auch nicht so besonders produktiv. Oh, 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 oh. Ja. Oh nee, Mist, Squirtle. Squirtle hat mir dieses Tor versaut. Und jetzt geht das hier schon wieder los mit dem Ball. Oh je, oh je, oh je. Nee, das muss verhindert werden. Weg. Das ist jetzt mein dritter Befreienschlag schon hier. Aber so richtig ein Tor kriegen wir auch nicht zustande. Das wollen wir so nicht. Vierter Befreienschlag, wobei dieser wahrscheinlich eher ein bisschen unnötig war. Nein! Oh, fuck, 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 fuck. Ja, kommt schon. Kommt schon. Oh nein, 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 das war dumm. Oh je, oh je, oh je, das hätte es eigentlich sein müssen. Das war wirklich eine verschenkte Chance. Und jetzt passiert's, jetzt passiert's, jetzt kriegen wir ein Tor rein, ja. Okay, selbst schuld, also wir hatten auch ausreichend Gelegenheiten, vorher eins zu machen. Das haben wir leider versäumt. Und ganz ehrlich, hätte ich wahrscheinlich da auch nicht schon drei verhindert oder so. Also das meine ich jetzt gar nicht mal so wertend nicht. Das war bei mir auch sehr, sehr viel Glück einfach. Dann wäre das bestimmt nicht das erste Gegentor gewesen. So, raus hier, raus! Oh, Mist. Können wir denn diesen Ball nicht einfach mal über das Spielfeld bewegen? Müssen wir denn immer den Weg über die... Oh, nee, nee, jetzt geht's hier los. Nein, das wollen wir nicht. Nein! Oh! Das wollen wir nicht. Wir wollen den einfach genau mal aus unserer Hälfte heraus bewegen. Eine Minute, ja toll. Wir haben erst ein Gegentor. Normalerweise müsste man in der Lage sein, das Ganze hier noch wieder auszugleichen innerhalb dieser Minute, aber das hier ist ein sehr chaotisches Spiel. Also hier passiert sehr viel Stuff, der aber nie dazu führt, tatsächlich mal den Ball in die Nähe des gegnerischen Tors zu bringen. Es bleibt einfach stehen. Och, Kinders! Na gut. Das war natürlich auch ein Gegner. Tut ja ganz gut daran. Ja, okay, gut. Haben sie sich aber verdient. Also ganz ehrlich, das war jetzt unser eigener Fehler. Naja. Der freien Lauf, also von daher. Wenn er das verbockt, dann wäre das auch scheiße gewesen. Ihr habt gehört, das war der Kaffeelöffel. Da ist er nämlich wieder, der gute alte Kaffeelöffel. Ja, ausgleichen werden wir es eh nicht mehr können. Jetzt ein Tor wäre jetzt noch schön gewesen. Aber das war's. Orange hat gewonnen. Egal. Seidenmatt. Haben wir jetzt noch gewonnen. So, zack. Gucken wir uns das mal an. Garage. Nee, da nehmen wir lieber Metallic, oder? Aber hier, vielleicht können wir da noch ein bisschen
Wir sind vollständig auf Metallic ausgerichtet. Wir sind die metallischen Typen. Kann man da eigentlich nicht 4 gegen? 4 ist wahrscheinlich im Ranked Match nicht möglich. Okay, gut. Egal. Wir gönnen uns noch eine Partie. Und dann geht's ab. Ab geht es dann, liebe Leute. Ab. Ja. So, da muss ich auch mal meinen Schreibtisch mal wieder so ein bisschen säubern, entstauben. Ich bekomme nächste Woche einen neuen Bürostuhl, da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Denn dieser hier ist von Ikea. Ist so eine weiße Eierschale, nenne ich sie immer. Aber das Ding ist, er sieht eigentlich ganz cool aus und ist auch in Maßen bequem, aber er hat halt keine besonders hohe Rückenlehne. Und ich bin halt 1,94 Meter groß. Und wenn man dann mal wirklich abhängen möchte und einfach nur in seinem Ding, in seinem Stuhl hängen möchte, dann ist das doch nicht so einfach unter Umständen. Oh, das war dumm. So. Ach, Mist. Los. Konzentration, so wird das nichts. Nein, haut hier ab. Geh hier weg. Wir wollen euch hier nicht. Genau. Weg mit euch. So. Los! Ah, Tor von Gedankenklo. War gar nicht mal so schlecht, oder? Zack. Da so ein bisschen über die Bande gespielt und dann nochmal nachgesetzt. Aber das sind eigentlich auch meine liebsten Tore. Wisst ihr, wo ich den so ein bisschen... wo ich den... Ja, abseits vom Tor so ein bisschen... na, wie soll ich das sagen? Dass er da so ein bisschen abprallt, damit er dann im Prinzip so sich vors Tor positioniert, sodass ich... im Prinzip relativ einfach Das war eine gute Vorlage, würde ich mal sagen. Das war ein gutes Teamspiel. Zack. Raus damit. Und dann kommt er und setzt nach. Super. Ordairu. Ordairu, du guter Typ. So, weg. Okay, da habe ich auch ein bisschen zu früh eingelenkt. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass das hier nicht hier zur Katastrophe gerät. Oh, oh, das wäre es fast gewesen. Aber glücklicherweise dann ja doch nicht. Hey, was machst du denn da? Ah, oh, Mist. Komm schon, Ordairu. Oh Gott. Das wäre eigentlich wäre das ein Tor gewesen für uns. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Oh, fuck. Dann hat aber Anakin oder wer es hier war, gut geklärt. Gesichert, wollte ich gerade sagen. Ach du meine Güte. Da ist er ja. Nö, AWKW. Wie komme ich denn da auf Anakin? Oder war das? Ach, keine Ahnung. Nein, 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 nein! Fuck, 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 fuck. Das war dumm. Okay. Egal. Das kriegen wir noch hin. Das bringen wir nach Hause, dieses Spiel. Das wollen wir wohl hoffen. Alles andere wäre ja wohl... Mist. Da kam er mir doch noch so ein bisschen in die Quere, der Kollege da. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Fuck.
Prinzip war das sogar ein Eigentor, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Jetzt müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Gut, dass ich da in der Mitte geblieben bin, sonst wäre das ganz schnell nach... Nein, er liegt natürlich jetzt gerade in perfekter Position für ein Tor. Oh nein! Scheiße. Da war ich jetzt wirklich in einer Scheißstellung. Sonst hätte der drin sein müssen. Stattdessen... Oh, fuck, komm raus, raus! Oh. Okay, jetzt... Habe ich nicht gerade noch gesagt, wir bringen dieses Spiel nach Hause? Tja, scheint wohl unter Umständen anders zu laufen, wenn wir uns jetzt nicht sehr anstrengen. So, jetzt kommt mal her hier. Okay, das könnte was werden. Nein. Das wird so nix. Das wird eher... Oh Gott. Fickt euch. Sorry. Ja, da muss ich jetzt wohl hier nach doch noch eine Partie spielen. Um diese Schande wieder auszugleichen. Es ist ja auch erst 12.55 Uhr. Da darf man das noch. Nein! Das war ja wohl mega dämlich. Scheiße. Hätte ich ja wohl locker noch rankommen können, aber... Oh. Okay, die machen den noch ein, oder? Nee, doch nicht. Doch. Nein, nicht. Was für ein bescheuertes Spiel, ey. Naja, gut. Das war's, aber egal. War trotzdem lustig, hat Spaß gemacht, aber wir müssen jetzt noch eine Runde spielen. Oh, ich habe Flammenwerfer freigeschaltet. Damit wir, naja, diese Schande wieder gut machen können. Okay, es hauen wieder mal alle ab. Tja. Dann schauen wir hier mal in der Garage, was es mit dem Flammenwerfer auf sich hat. Ja, den nehmen wir. Das ist ja aber völlig klar. Oh, ich habe eine neue Mütze. Ach ja, ich glaube, diese Loki-Sache da. Okay. Ach, bin ich doof. Will ich den? Nö, will ich nicht. Was ich übrigens richtig scheiße finde auf der PlayStation 4, sind die Bezahlmöglichkeiten. Also man kann ja glücklicherweise mit PayPal da seine Spiele und so weiter kaufen, aber man muss jedes Mal die Daten seines Personalausweises eingeben, anstatt dass er die einfach mal speichert. Und das ist auf der Konsole ist es stellenweise auch echt ein Krampf. Das funktioniert dann teilweise mal nicht, dann werden irgendwelche Kaufbildschirme nicht wirklich geladen und so weiter. Das nervt dann mitunter schon ziemlich. Man möchte doch einfach nur ein Spiel kaufen. Und da muss man sagen, so oft man auch über Steam und so weiter meckern mag, Steam ist doch schon da, ist doch schon purer Luxus. Also, oh. Nein, schade. Ich dachte, da könnte man jetzt so einen schönen Spurt auf das Tor machen. Aber das erledigen scheinbar schon andere. Aber leider geht's ein bisschen daneben. So, jetzt müssen wir mal hier aufpassen. Sonst
haben wir gleich wieder das erste Gegentor drin. Das wollen wir nicht. Wir wollen nämlich... Oh, fuck. Das hätte jetzt unser... Oh, nein! Gear Salvation hat uns das erste Gegentor eingebracht. Wie fürchterlich. Das wollen wir nicht. Gear Salvation, wir dulden es nicht länger. Deine Anwesenheit in diesem Spiel ist nicht mehr erwünscht. Scheiße, ich dachte, ich bleib mal hier und hoffe, dass ich dann was hier reißen kann, aber scheinbar ist das ja wohl nicht der Fall. Ah, nein! Oh. Nein! So eine Scheiße! Oh, nee, 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 komm, raus damit. Ja, genau. Habt ihr den coolen Flammenwerfer gesehen, der hinten jetzt da rausschießt? Komm jetzt, mach den rein! Hallo, schon mal was von Teamwork gehört? Scheinbar nicht. Ich habe euch doch die perfekte Vorlage gegeben, ihr Schlümpfe. Ja. Nein, das wollen wir nicht. Was machst du denn da? Ich dachte, du machst den jetzt rein. Ach, dafür mache ich ihn jetzt rein. Das war ein sehr gemächlich vorbereiteter Treffer. Das werden sich die anderen wahrscheinlich auch gedacht haben. Nun denn. Okay. So, aber war eigentlich ganz gut, dass ich da vom Tempo gegangen wäre, sonst wäre das nur wieder in die Hose gegangen. Wäre vielleicht ein bisschen spektakulärer anzuschauen gewesen, aber nicht immer ist spektakulär der beste Weg, um hier Tore zu erzielen. Häufig, aber nicht immer. So, komm schon. Jetzt werdet ihr diese Scheiße... Okay, gut. Naja, gut. Vielleicht hätte ich es sonst noch reißen können, aber ich war auch ein bisschen zu fix unterwegs in dem Moment, glaube ich. Ja, hätte ein bisschen eher nach links noch lenken müssen, dann hätte ich dem Ganzen noch Nachdruck verleihen können. Aber nun gut, es steht 2:1, also da ist durchaus noch was zu holen. Das war mein Tor. Ja, gut. Ich würde mal sagen, das war gar nicht mal so schlecht. Gut. Weg, weg, weg! Gott sei Dank. So. Was macht ihr denn da? Oh. Das war natürlich jetzt nicht so prickelnd. Okay, jetzt komm. Komm schon, das schaffen wir. Oh, fuck, da wurde ich von hinten angebumst und konnte dann dementsprechend nicht mehr zum Sprung ansetzen. Beziehungsweise ich habe zum Sprung angesetzt, aber bin dann natürlich am Ball vorbeigeschossen. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen. Oh, sehr gut. Gut geklärt. So, jetzt müssen wir gucken. Nein! Fuck. 3:2. Jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen eng unter Umständen. 1:20 noch. Okay. Denkt dran, ich kann dieses Let's Play erst dann beenden, wenn wir das Baby hier nach Hause fahren. Und da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Oh, weg. Weg, 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 weg. Ja. Komm, komm.
Nee, schade. Ich dachte, ich komme ein bisschen... Oh nein! Warum habe ich noch ein Turbo genommen? Ich trottel. Oh, Demon Heart 89. Oder Dämon Heart, ja eigentlich. Okay. Jetzt haben wir wieder 2 Punkte Abstand. Das sollte zu halten sein eigentlich. Also okay. Wenn er es nicht reingemacht hätte, hätte ich vielleicht über Umwege reingemacht. Von daher sah das eigentlich schon ziemlich gut aus. So, wenn wir jetzt noch uns nicht allzu doof anstellen. Oh, Mist. Na gut, da stießen wir mit mehreren Leuten aufeinander. Oh, fuck. Nein! Oh! 35 Sekunden noch. Jetzt keine Scheiße bauen. Das war natürlich ein gutes Tor. War allerdings jetzt auch nicht so besonders schwierig. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier keinen allzu großen Mist verzapfen. Oh. Oh, nee, 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 nee. Das hat Spaß gemacht. Ding, 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 ding. Da hört man die Samba-Trommeln oder was auch immer das für Trommeln sind. Zerstörung. Okay, so. Das war's aber. Wir haben gewonnen. Und das muss man auch sagen, zu Recht. Oh, Paladin freigeschaltet. Sehr gut. Zum Hauptmenü zurück. Das war's mit der heutigen... Mit der heutigen Ausgabe von Rocket League hier auf Beutel P. Bis zum nächsten Mal. Pau!